Ja, lieber Herr Flossbach, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, ich habe diese Einladung auch bekommen, weil die Commerzbank nach ihrer durchgeführten Kapitalerhöhung mit ungefähr knapp 15 Milliarden Euro Marktkapitalisierung den Platz 66 belegt weltweit. Es ist also wieder zwei deutsche Banken unter den Top 100 gibt. Und insofern nehme ich an, das war auch einer der Gründe, warum ich hier heute eingeladen worden bin und bedanke mich dafür sehr herzlich. Zweitens, wir haben ja schon viel am Rande immer zum Thema Griechenland gehört. Alle haben gesagt, sie kommen am Ende in den Fragen auch noch drauf zu. Ich habe dann gesagt, ich fange gleich mal damit an. Dann habe ich das Thema an der Ecke, zumindest aus unserer Sicht, vielleicht einmal aufgegriffen. Ich gehe davon aus, dass in diesen Tagen, und wir haben ja die Entscheidung in Griechenland eben mitbekommen, viel auf dem Spiel steht. Und es geht nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft, finde ich auch, der europäischen Integration und damit auch des Euro. Ich begrüße es daher sehr, dass die Unionsfraktion diesen wichtigen Kongress unter Beteiligung von Banken und Versicherern durchführt. Ich glaube, sehr wichtig. Lass mich vorweg ein persönliches Statement machen. Ich bin ein überzeugter Europäer und ich bin ein Verfechter des Euro. Und ich glaube, der Euro ist mehr als nur eine Währung, von der wir wirtschaftlich sehr stark profitiert haben. Er ist für mich auch ein Symbol für die Einheit in Europa. Und wir sollten auch nicht vergessen, ohne die europäische Einigung hätten wir wohl auch kaum die deutsche Wiedervereinigung geschafft. Mein Verstand sagt mir aber, wir dürfen die Augen auch nicht vor den aktuellen und akuten Problemen verschließen. Die Staatsschuldenkrise einiger Euro-Länder beschäftigt uns gleichermaßen und wirft Fragen für das gesamte Euro-Währungssystem auf. Hierauf muss die Politik Antwort finden, die dauerhaft Bestand haben. Wir müssen die Eurozone wetterfest machen. Denn eins hat die Krise auch gezeigt: Es besteht grundlegender Handlungsbedarf bei der politischen Untermauerung der Wirtschafts- und Währungsunion. Ohne weitere Schritte zur politischen Union, also ohne weitere Abgabe nationaler Souveränitätsrechte, kann der Euro nicht dauerhaft funktionieren. Zunächst aber müssen wir die akuten Probleme lösen. Als Commerzbank unterstützen wir zusammen mit anderen die Bemühungen der Politik zur Lösung der drängenden Probleme in Griechenland. Es geht darum, Zeit zu gewinnen, damit das Land seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern kann und wieder auf einen Wachstumskurs zurückfinden kann. Nur so ist die Finanzierung Griechenlands über den Kapitalmarkt in absehbarer Zeit überhaupt wieder möglich. Aus meiner Sicht reden wir hier aber ehrlicherweise eher über 10 als über 5 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger. Und diese Maßnahmen machen nur dann Sinn, wenn wir die Zeit auch nutzen, um die politische Union zügig und konsequent voranzutreiben. Die vergangenen 10 Jahre haben gezeigt, ohne zentrale Kontrolle der Haushaltsdisziplin durch die europäische Ebene wird die Währungsunion scheitern. Und dann würden leider alle die Recht behalten, die den jetzigen Rettungseinsatz für Verschwendung deutscher Steuermilliarden halten. Das müssen wir verhindern. Wir als Commerzbank sind bereit, uns daran zu beteiligen. Die französischen Banken haben eine Vereinbarung erarbeitet, die allerdings noch in einigen Details aus meiner Sicht klemmt. Diese Vereinbarung wäre auch für uns nach Klärung der offenen Punkte sicherlich eine gute Basis zu diskutieren. Prüfenswert erscheint uns auch ein Vorschlag der Allianz zur Etablierung eines europäischen Versicherers für Staatsrisiken. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie man mit dem Thema umgehen kann. Entscheidend ist dabei, dass ein Zahlungsausfall Griechenlands vermieden wird. Das hätte unübersehbare Folgen für Banken, Versicherungen und die Wirtschaft insgesamt. Und ich glaube, das haben wir vorhin im Panel auch schon gehört. Zudem bestehen hohe Ansteckungsgefahr für andere Länder. An erster Stelle sind hier die Griechen gefordert. Aber auch wir müssen einen Beitrag leisten, um eine solche Kettenreaktion zu vermeiden. Darüber hinaus sollte sichergestellt sein, dass durch eine Verlängerung auslaufender Griechenland-Engagements kein Abschreibungsbedarf bei Banken und Versicherungen ausgelöst wird, weder unter den internationalen Bilanzierungsvorschriften nach IFRS noch unter dem deutschen HGB, denn das hätte insbesondere für die griechischen Banken sehr schwere Folgen. Insbesondere die Auswirkungen auf die Ratings sowie die Bilanzierungsfragen müssen vorher geprüft werden, und zwar auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Auch Bundesbank und BaFin haben betont, dass die zufriedenstellende Lösung dieser Probleme eine fundamentale Voraussetzung für die angestrebte Wiederherstellung der Finanzstabilität ist. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass das Bundesfinanzministerium auf diese Fragen auch auf europäischer Ebene aufgreifen wird. Da ich aber nicht den ganzen Vortrag hier nur über Griechenland, sondern auch zum eigentlichen Thema reden möchte,
möchte ich gerne an das anknüpfen, was Herr Weidmann eben zu dem ganzen Thema systemrelevante Finanzinstitutionen und Schattenbanken gesagt hat. Und Sie haben gesehen, Herr Weidmann, ich habe nicht den Stift gezuckt, weil ich annehme, genau, dass ich schon irgendwo auf irgendwelchen dieser Listen draufstehe und dann mal sehe, wo Sie mich dann da einsortieren. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit der Frage von Systemrelevanz? Unser Finanzsystem beruht doch auf dem Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten und der institutionellen Investoren in die Stabilität von Banken, von Versicherungen und letztlich auch der Währung. Wird dieses Vertrauen nachhaltig erschüttert, droht ein Bankrun bzw. ein Käuferstreik. Und das ist das, was Sie eigentlich verhindern wollen, das ist das Systemrelevante. Dagegen sind übrigens auch noch so hohe Kapitalpuffer machtlos. Die entscheidende Frage lautet also, wie banne ich die Gefahr eines Bankruns bzw. Käuferstreiks in der Krise? Systemrelevanz ist also ein Faktum. Sie werden es nicht wegkriegen. Sie betrifft alle Finanzmarktteilnehmer, nicht nur Banken und Versicherungen. Die zentrale Erkenntnis aus der Finanzmarktkrise hat unverändert Gültigkeit, und die Kanzlerin hat es vorhin ja auch nochmal betont, kein Marktteilnehmer, kein Produkt und kein Markt darf unreguliert bleiben. Aufsicht, Politik und Finanzsektor haben dasselbe Ziel, Systemrelevanz in den Griff zu bekommen. Im Bankensektor haben Politik und Aufsicht grundsätzlich vier Regulierungsansätze oder Hebel. Erstens strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen. Da hat Basel III mit den EK-Anforderungen schon viel gemacht. EK alleine, also Eigenkapital alleine, ist aber kein Allheilmittel. Zweitens, sehr wichtig sind auch die Liquiditätsanforderungen. Hier müssen wir künftig natürlich sehen, was dort passiert. Es werden mehr Anteile, zum Beispiel von Sparanlagen, in liquiden Assets gehalten werden müssen. Herr Hases hat vorhin darauf hingewiesen, ich kann die Spareinlagen nicht mehr nutzen, um langfristige Baufinanzierung in dem Maße zu refinanzieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und natürlich haben Staaten in der Regulierung ein Interesse daran, dass man das in liquide Mittel, zum Beispiel Staatsanleihen, investiert. Wir müssen aber auch sehen, je mehr Liquidität Banken in Staatsanleihen vorhalten, desto weniger Kredit gibt es wieder für die Wirtschaft und desto stärker wird wiederum die Verflechtung des Bankensektors mit dem Finanzsektor, mit dem Staatssektor, und desto wichtiger wird wiederum für den Finanzsektor auch eine solide Haushalts- und Finanzpolitik. Zweite Möglichkeit ist eine Bankenabgabe für einen Fonds, der die Kosten zukünftiger Krisen übernimmt. Das haben wir als BDB-Banken nach der Krise auch direkt angeregt. Ich habe das nämlich selber erlebt in den Rettungsnächten zur HAE, dass ein solcher Fonds gefehlt hat. Insofern finde ich es auch gut, dass er aufgebaut wird. Wir müssen nur einfach sehen, das dauert. Das braucht Zeit, bis dieser Fonds befüllt ist. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, wir können nicht gleichzeitig von den Banken fordern, selber Kapital zu bilden, also mehr Kapital vorzuhalten und gleichzeitig dieses Kapital zu nehmen und es in einen Fonds zu zahlen. Wir können den Euro dort an einer Ecke ja auch nur einmal ausgeben und nicht zweimal. Drittens ist natürlich der Eingriff der Regulatoren in Geschäftsmodelle, also einfache gewisse Dinge verbieten. Die Volcker Rule in den USA ist da ein Beispiel für. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich glaube aber, wir müssen auch festhalten, Investmentbanking für Kundenprodukte muss es geben. Ein Mittelständler, der exportiert, will seinen Export, auch die Währung seiner Exportgüter absichern. Und für eine Währungsabsicherung brauchen Sie Währungshandel und dann sind Sie im Investmentbanking. Unsere exportorientierte Mittelstandsgesellschaft und Wirtschaft kann auch ohne gewisse Investmentbanking-Produkte nicht richtig funktionieren. Und viertens sind es natürlich klare Regeln und Verfahren für angeschlagene Finanzinstitute, um die zur Not auch abzuwickeln. Auch das war eine Lehre aus der HAE. Da ist jetzt das Restrukturierungsgesetz auf den Weg gebracht worden. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Zusammengefasst, ich glaube, an der Regulierung von Banken, auch von der Systemrelevanz, sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nur wissen, Eigenkapital allein wird das Thema nicht lösen. Das zweite Thema ist das Thema Schattenbanken. Auch hier schließe ich mich allen Vorrednern an. Wir müssen aufpassen, je stärker wir die Banken regulieren, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass gewisse Geschäfte in nicht regulierte Institutionen abwandern. Wir wissen, dass Hedgefonds natürlich nicht und Private Equity Fonds Auslöser für die Finanzmarktkrise waren, aber da gibt es natürlich Tendenzen, Risiken zu verstärken und eine hohe Vernetzung.
Deswegen wird ja jetzt auch diesem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Ich glaube, auch hier gibt es vier Ansatzpunkte. Das eine ist eine direkte Regulierung von Schattenbanken, zum Beispiel durch Zulassungs- und Meldepflichten. Ich fürchte bloß, die Meldung eines Hedgefonds, ich sitze auf den Bermudas und bin ein Hedgefonds, wird zum Regulieren kaum reichen. Das zweite sind Verbote, Eingriffe in die Produkte und Märkte, die dort existieren. Da wird man, die Kanzlerin hat es ja vorhin gesagt, wie verhindere ich eigentlich, dass das nächste Produkt gleich entsteht? Man wird dort immer, Sie kennen das Märchen vom Hasen und Igel, man wird da immer, wenn man Pech hat, ein bisschen zu spät sein. Dann gibt es die sogenannte als dritten Hebel makropotentiellen Maßnahmen, also eine Globalaufsicht. Und als vierten Hebel gibt es einfach den Hebel, die Liquidität zwischen dem regulierten Sektor und dem Schattenbanksektor zu unterbinden oder stark zu reduzieren. Ich glaube, ganz egal, welchen Hebel Politik und Aufsicht wählt, generell muss gelten, gleiche Regeln für gleiche Risiken. Wer typische Bankfunktionen wie Kreditvergabe, Fristen und Risikotransformation außerhalb des regulierten Bankensystems durchführt, muss wie eine Bank reguliert werden. Sonst könnte natürlich der Eigenhandel zum Beispiel von Banken zu Schattenbanken wandern. Gesamtwirtschaftlich bleiben die Einzelrisiken genauso unverändert wie das Systemrisiko. Richtig ist allerdings, solange zum Beispiel Hedgefonds ausschließlich mit dem Kapital ihrer Anleger Risiken eingehen, also mit deren Eigenkapital, solange können Verluste aufgefangen werden, ohne Systemrisiken hervorzurufen. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn Hedgefonds zusätzlich Kredite von Banken aufnehmen oder sich Aktien von Versicherungen leihen oder Versicherungen in Hedgefonds investieren oder in Private Equity Fonds, dann haben sie natürlich die Verknüpfung von reguliertem Sektor zum Schattenbanksystem. Dann kann der Funke überspringen und dann können Sie wieder eine Gefahr fürs gesamte System bekommen. Deshalb wäre natürlich eine der klarsten Regulierungen, dass Sie den regulierten Sektor über die Liquidität vom unregulierten Sektor abschotten. Mein Fazit an der Ecke: Im Grunde hat die Politik zwei Optionen, um systemische Risiken zu begrenzen. Entweder sorgt sie dafür, dass sich die Regulierungsschere zwischen dem Bankensektor und den Schattenbanken wieder schließt. Das heißt, gleiche Regeln fürs gleiche Geschäft. Oder sie lässt die Schere offen und unterbindet, aber zieht eine Brandmauer ein und unterbindet de facto den Liquiditätsfluss zwischen den Banken, den regulierten Sektor und dem Schattenbankensektor. Vielen Dank.